Mal sehen, ob diese Videospielmythenfolge wieder pünktlich rauskommt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Videospielmythen. Wie eigentlich immer, 5 Mythen dahinter, ob sie wahr oder falsch sind. Und ja, euch viel Spaß. Super Princess Peach, das Vibrator-Zepter. Dieser Mythos reiht sich wieder an den von letzter Woche, glaube ich, an mit Prinzessin Toadstools XXX. Scheinbar hatte Nintendo in Prinzessin Peach etwas mehr reinfantasiert als vielleicht eine völlig ruhige Prinzessin, sondern vielleicht mehr eine versaute Prinzessin. Jedenfalls aber zum Mythos. Was ist der Vibrator-Zepter? Das Vibrator-Zepter, oh, ich sag mal der. Das Vibrator-Zepter. Es ist ein bisschen seltsam, denn in Super Princess Peach, ein Spiel, welches ja nur von Peach handelt, wo Peach eigentlich der Protagonist ist, gibt es etwas Besonderes, was sie suchen muss. In der englischen Version heißt es Vibe Scepter. Vibe Scepter bedeutet einfach nur halt Vibrationszepter, wenn man es in Deutsches übersetzt. Die Deutschen haben beim Spiel Super Princess Peach das alles ein bisschen umbenannt, aber das ist nicht weiter wichtig. Auf jeden Fall, was macht diesen Mythos überhaupt zu einem Mythos? Nur weil es so heißt, kann es ja trotzdem ein ganz normales Zepter sein. Viele Sachen haben irgendwelche komischen Namen und haben trotzdem vielleicht eine sehr tiefe Bedeutung. Aber was hat es mit diesem Mythos über diese Vibe-Zepter überhaupt auf sich? Eigentlich ist natürlich der Name schon sehr irreführend, aber was noch seltsamer ist, sind am Ende des Spiels ein paar Sätze, die man im sozusagen Outscreen, weil alles ausblendet, wo die Credits kommen, kann man etwas Besonderes lesen. Nämlich tauchen dann ein paar Nachrichten auf, die um diesen Vibe-Zepter sich halt handeln. Und zwar tauchen folgende Nachrichten auf. Einmal, man kann sie im eigenen Haus finden und sie bringt die Mutter manchmal glücklich zum Lachen. Doch ist dieser Mythos wahr oder ist alles halt bloß erfunden und eine Idee? Was soll ich sagen, die Beweislage ist erdrückend und scheinbar ist die Vergangenheit von Princess Peach oder Princess Toadstool etwas anders als von der normalen, lieben, netten Prinzessin Peach. Alles ist vielleicht ein bisschen versauter bei ihr. Auf jeden Fall, der Mythos vom Vibe Scepter ist wahr. League of Legends, Earth. Viele Leute spielen das Spiel League of Legends. Es ist eine der bekanntesten und beliebtesten Gratis-Spielreihe, die es überhaupt gibt. Wer League of Legends nicht kennt, sollte es sich unbedingt holen und mal spielen. Was viele aber auch wissen, ist ein bisschen Info über einen Champion namens Earth. Die Geschichte von Earth hier erstmal zu erklären, würde ein bisschen zu lang dauern und deswegen überspringe ich das einfach. Was klar ist, ist, dass Earth mal eine spielende und wichtige Rolle in League of Legends, in der Geschichte von League of Legends gespielt hat. Und viele meinen, dass Earth mal eine Zeit lang und auch nur in der frühen Beta spielbar war. Doch was bringt sie dazu, das zu glauben? Es gibt sehr viele Videos und auch Champion-Spotlights und Bilder davon, wie man Earth spielen konnte. All dies führte dazu, dass die Leute sich das wirklich vorstellten, dass man ihn hätte spielen können und sie einfach nur diesen Zeitraum verpasst haben. Doch war Earth tatsächlich spielbar und wurde vielleicht einfach aus Zeitgründen oder so aus dem Spiel gestrichen? Dieser Mythos ist falsch. Earth war in League of Legends niemals spielbar. Was das Besondere an Earth war, ist, dass Earth einfach nur ein April-Scherz war von den Machern von League of Legends, also von Riot. Sie fanden es lustig, dass sie einen Champion machen, der halt diese ganze Hintergrundgeschichte von manchen Champions noch verfeinert, wie die von Warwick und Jax zum Beispiel, die ja dadurch erst befeindet wurden. Das alles machte diese Story komplett und weil sie genau diesen Witz gemacht haben, an April halt, haben sie auch ganz viele Bilder veröffentlicht. Viele Leute nahmen das allerdings zu ernst und dachten, Earth war tatsächlich mal spielbar und deswegen baute sich dies alles auf. League of Legends, also die Macher von League of Legends Riot, hielten auch nicht davon ab, immer diesen Mythos weiterlaufen zu lassen. Und so haben sie auch noch ganz viele Sachen auf ihren eigenen Websites veröffentlicht, von den Skills, also dem Passive und Active Zeug von Earth. Trotzdem war dies alles nur ein April-Scherz und Earth war nie spielbar in League of Legends. Dieser Mythos ist falsch. Super Meat Boy, Tofu Boy. Dieser Mythos ist ebenfalls ein bisschen seltsam. Wer die Super Meat Boy-Reihe gespielt hat, der wird sie bestimmt auch sehr gerne mögen, weil es halt mal etwas anderes ist. Doch jetzt kommen wir zu einem, ja, Mythos. Dieser Mythos handelt nämlich darum, dass wenn man in die Charakterliste, wo man seinen Namen eingibt, nicht seinen normalen Namen eingibt, sondern einfach mal Tofu Boy eingibt,
Dann wird man allerdings nicht als Super Meat Boy spielen, sondern eben als ein weißer Würfel Tofu. Dieser weiße Würfel Tofu kann nicht rennen, kann nicht hochspringen oder irgendetwas Besonderes. Er ist sehr langsam und man kann mit ihm nicht mal das allererste Level im Wald beenden. Doch gibt es Tofu Boy überhaupt und wenn ja, warum? Tofu Boy gibt es tatsächlich, dieser Mythos ist wahr. Tofu Boy ist drinne, weil sie damit auf eine Aktion von Peter ansprechen wollten. Peter, P-E-T-A, nicht, dass jetzt jemand an den jungen Namen Peter denkt. Peter hat ein Spiel herausgebracht, wo sie halt Super Meat Boy ein bisschen anders darstellen. Peter hat irgendwie immer ein Problem mit tollen Spielen, so haben sie ja auch etwas gegen Pokémon rausgebracht beispielsweise, dass das alles Tierquäler sind, aber ist auch egal. Super Meat Boy wollte das aufgreifen und hat so einfach mal Tofu Boy in ihr eigenes Spiel mit reingebracht, welches eigentlich ein Flash-Game war von Peter. Und so konnte man Tofu Boy in Super Meat Boy spielen. Tofu Boy konnte allerdings nichts Besonderes, womit sie auch ein bisschen belustigend auf diese Aktion von Peter drauf ansprechen, die ja nun wirklich nicht nötig war. Dieser Mythos ist wahr, Tofu Boy existiert. Super Mario. Mario tötet Toad. Gut, um diesen Mythos zu verstehen, darf man sich nicht so sehr jetzt gerade mal aufs Spiel fixieren. Denn das hängt zusammen mit dem Spiel und einerseits auch mit dem Manga zu Super Mario. Denn im Manga heißt es, dass ein riesiges, schwarzes, bösartiges Reptil in das Königreich von Prinzessin Toadstool einbricht und alle Toads in Blöcke verwandelt. Diese Blöcke verteilt er auf der ganzen Welt und entführt Prinzessin Toadstool, welche die einzige ist, die halt diese ganzen Blöcke zurück in Toads verwandeln kann. Doch, jetzt gucken wir mal aufs Spiel. Was macht Mario die ganze Zeit, um Prinzessin Toadstool zu retten? Er zerstört alle Blöcke, die in seinem Weg stehen. Wenn wir nun die beiden Sachen verknüpfen, sehen wir Folgendes. Die Blöcke sind einerseits Toads, die Mario völlig zerstört und zertrümmert und kaputt macht, was bedeutet, dass Mario eigentlich diese Toads tötet. Dass dieser Mythos wahr ist, kann ich nicht vertuschen, denn das steht einerseits im Manga und andererseits macht man es halt im Spiel. Verknüpft man nun mal den Manga mit dem Spiel, kommt man halt zu dieser Überlegung und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass Mario Toads tötet. Dieser Mythos ist wahr. Buzz, das große Quiz, mörderische Bilder. Wer die PlayStation 2 hat und dann mal Buzz gespielt hat, wird das bestimmt kennen. Buzz, das große Quiz ist ein Spiel, wo halt einem normalerweise Fragen gestellt werden. Es kommen auch Bilderrätsel und andere verrückte Sachen, die man halt da machen kann. Nun gibt es eigentlich nichts Besonderes an dem Spiel, alles ist sehr kinderfreundlich. Doch es soll etwas Besonderes in den Spieledateien dieses Spiels geben. Es soll nämlich geheime Bilder geben, die wohl früher dafür da waren, dass man sie in dem Spiel, in den Bilderrätseln herausfinden konnte. Diese Bilderrätsel funktionieren folgendermaßen. Man sieht vorher ein komplett verpixeltes Bild. Dieses Bild wird immer und immer schärfer, man muss buzzen, sobald man glaubt zu erkennen, was drauf ist. Auf diesen Bildern, die in den Spieledateien sein sollen, aber nicht im Spiel drinne, sind Folgendes zu sehen. Es sind Bilder von irgendwelchen Leichen, Kadavern und toten Menschen, die halt einfach auf den Straßen liegen oder in Kellern versteckt sind. Diese Bilder sind sehr makaber und passen einfach nicht zu dem normalen Spiel von Buzz, das große Quiz. Doch, ist dieser Mythos wahr? Gibt es in Buzz, das große Quiz, tatsächlich in den Spielerteilen irgendwelche mörderischen, grausamen Bilder versteckt? Dieser Mythos ist glücklicherweise falsch. Das ist alles in allem nur eine ausgedachte Idee und niemals gab es solche Bilder in Buzz, das große Quiz. Also, der Mythos der mörderischen Bilder ist falsch. Damit sind wir auch wieder am Ende unserer heutigen Mythenfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Videospielmythenfolge. Bis dahin, tschüss.